Yo Leute, mein Name ist Ralf und heute käme eigentlich die 31. Folge Assassin's Creed 3. Aber wie ihr seht, spielen wir GTA. Was es damit auf sich hat, möchte ich euch jetzt ein bisschen erklären. Ich habe die letzte Folge Assassin's Creed bzw. Ralf spielt Spiele, wer sie nicht gesehen haben sollte, es war Folge Nummer 30. Da habe ich mich sehr über Assassin's Creed aufgeregt. Und ich bin normalerweise wirklich nicht der Mensch, der wegen solchen Sachen, ich werde euch gleich sagen, was war, sauer wird. Aber das hat mir echt gereicht, ne? Ich erkläre euch jetzt mal kurz, ich habe 20 Minuten damit verbracht, das Spiel zum Laufen zu bringen. Weil es davor immer meinte, sich selber abschalten zu müssen. Und als ich es dann endlich zum Laufen gebracht hatte, wie gesagt, es hat tatsächlich 20 Minuten gedauert. Das ist kein Spaß jetzt oder so, es waren 20 Minuten. Oh. Dieser Sonnenuntergang. Es hat wirklich 20 Minuten gedauert. Oh Jesus, was ist denn da für ein Musikcast? Es hat wirklich 20 Minuten gedauert. Und nachdem ich das dann gemacht hatte, habe ich Assassin's Creed gestartet und dann kam diese Mission. Und die hat mich dann endgültig zur Weißglut getrieben. Denn ich musste einen Typen belauschen. Und es gab anscheinend in dieser gesamten Mission zwei Save Points. Beziehungsweise einen Save Point, und das war sowieso der Anfang. Und einen zweiten, das war mittendrin. Und nachdem ich ungefähr wahnsinnig viele, fünf, sechs Mal aufgeflogen bin mit der Sache, hat es mir gereicht und ich habe dann mir gesagt, nee, ganz im Ernst, auf das habe ich jetzt keinen Bock. Nachdem Assassin's Creed zuerst schon so rumgefuckt hat, werde ich jetzt nicht das noch machen, weil es mich einfach wirklich, es hat mich wahnsinnig gemacht, ja. Und darum habe ich mich jetzt entschieden, ein Spiel zu spielen, das erstens funktioniert, wenn man es das erste Mal startet. Und das außerdem allgemein wesentlich besser ist, als Assassin's Creed anscheinend je sein wird. Insofern spielen wir jetzt GTA 5 heute. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich hätte gerne ein Let's Play, in dem ich über was reden kann. Ich glaube nicht, dass ich in GTA über viel reden können werde, aber ich werde es jetzt einfach mal probieren, diese Folge. Ja, das war schön, die Tür hier reingehaut. Und ich werde euch jetzt einfach so ein bisschen zeigen, was ich mir mittlerweile jetzt nach ein bisschen Offline-Spielen ohne Let's Play so angeschafft habe an diversen Vehikeln. Hier haben wir zum Beispiel dieses Vehikel hier, das ich weiß nicht, ob mir das gehört, ehrlich gesagt. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass mir mal eins verloren gegangen ist anscheinend, denn ich hatte mit Sicherheit, als das jetzt nicht mehr hier ist. Also gut, dann werden wir uns mal eben darum kümmern, dass wir das wiederbekommen und das hier rechts werden wir dann irgendwann mal umbauen. Ich werde jetzt einfach nur mal mit dem rausfahren, damit ich das Internet starten kann. Also, worüber möchte ich reden? Ich möchte über eine Firma reden. Und zwar über nicht nur irgendeine Firma, sondern über die Firma Tesla. Ich nehme an, den meisten von euch wird die Firma Tesla ein Begriff sein. Wenn nicht, Tesla ist eine Firma, die von Elon Musk gegründet wurde. Wer den nicht kennen sollte, das ist der Typ, der unter anderem PayPal gegründet hat. Soweit ich mich da recht entsinne, nicht direkt gegründet, aber der an PayPal ursprünglich beteiligt war und die Firma dann an eBay verkauft hat. Und der hat auf alle Fälle Tesla gegründet. Und Tesla ist ein Elektroautohersteller. Das heißt, die bauen Elektroautos. Und das hat angefangen mit dem Tesla Roadster. Das war ein auf Basis eines Lotus basierenden, aber ich glaube, auf der Basis einer Lotus Elise basierenden Auto war das, ein Elektroauto. Sehr cooles Auto. Ich bin tatsächlich auch schon mal mitgefahren in dem. Echt, echt geil. Was, muss da einer vorbei? Na, ist mir auch egal jetzt. Was könnten wir denn noch kaufen? Den haben wir. Ich bin jetzt wieder mal ein bisschen abgelenkt hier, aber das werden wir gleich ändern. Bam, 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 bam. Ich hätte noch gern einen Oldtimer mit ihm hier. Mal gucken. Irgendein Oldtimer. Ich weiß ja auch, welchen Oldtimer ich gerne hätte. Ich finde nur gerade nicht. Das ist das Problem, das ich habe. Ich frage mich, ob die Leute eigentlich mich anhupen oder nicht. Aber es ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal jetzt gerade. Ich finde ihn wirklich nicht. Es ist traurig.
Also wie gesagt, bauen Elektroautos, angefangen mit dem Tesla Roadster, den es mittlerweile nicht mehr zu kaufen gibt. Jetzt bauen sie momentan das Model S, das ist eine Limousine mit einem 90 Kilowattstunden Akku, beziehungsweise einem 70 Kilowattstunden Akku, das ist die kleinere Version davon. Sehr geiles Auto auch, bin ich ebenfalls schon mitgefahren. Den hier wollte ich kaufen im Übrigen. So. Und ja, das ist Tesla. Momentan eben, wie gesagt, verkaufen sie das Model S. Das ist eine Limousine, die ist vergleichbar mit einem 5er BMW so ungefähr. 5er BMW, Audi A5, vielleicht noch einem Audi A6. Irgend sowas in dem Bereich auf jeden Fall, ja. Also, warum wird bei mir der Ignis Winzer nicht angezeigt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Gut, dann werden wir jetzt aber als erstes mal den hier umbauen. Wie sieht der Wagen aus hier? Das gibt's ja nicht. Also wie gesagt, bauen momentan Elektrofahrzeuge. Tesla Model S ist auch konfigurierbar mittlerweile schon. Das Tesla Model X ist erst vor kurzem rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt mittlerweile schon direkt kaufen kannst bei denen. Ich kenne mich da jetzt gerade gar nicht so aus. Oder ob das nach wie vor nur die Vorbestellerfahrzeuge sind, die ausgeliefert werden. Aber es werden auf jeden Fall schon welche ausgeliefert. Und jetzt ist am 31. März, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube nicht, dass mich alles täuscht in diesem Fall. Ist am 31. März das Model 3 vorgestellt worden. Teslas, man könnte sagen, der günstige Tesla, denn sowohl das Model X als auch das Model S kosten in der besten Ausstattung jenseits von 100.000 Euro. Und auch ohne viel Ausstattung sind die schon sehr, sehr teure Fahrzeuge. Und das Tesla Model 3 soll also eine bisschen günstigere Variante davon werden. Beziehungsweise nicht günstigere Variante davon werden, sondern einfach ein günstigerer Wagen mit demselben, im selben Prinzip mehr oder weniger. Also ja, auch Elektro natürlich. So. Jetzt bin ich wieder aus meinem Prinzip rausgekommen. Das passiert immer, wenn ich mich auf irgendwas konzentrieren muss. Hier fahren geht, aber der Rest ist nicht gut. Also, Primärfarbe. Wisst ihr, was wir denn machen? Wir machen den. Ah, ich muss hier erstmal hier die Beschriftung wegmachen. Was gibt's denn noch? Oh. Gibt es das vielleicht auch? Ja. Ganz im Ernst, ich finde das hier, ehrlich gesagt, ziemlich geil. Da müssen wir den aber noch ein bisschen umbauen hier jetzt. So. Also auf jeden Fall ein Elektroauto für alle, mehr oder weniger, mit knapp 300 Kilometern Reichweite angegeben. Natürlich, es wird weniger sein, wenn man ihn kauft. Das ist uns allen bewusst, ja. Aber das ist nun mal noch immer nicht schlecht. Und er soll in der Basisausstattung 35.000 Euro kosten. Und das ist jetzt für einige natürlich nach wie vor sehr viel. Mir gefällt das Auto doch nicht. Ich werde es umdesignen. Ich werde es umdesignen. Lackierung. Das ist natürlich für manche jetzt noch immer relativ viel, was ich auch absolut verstehen kann. Ja, es ist ja nicht wenig. Aber es ist für ein Elektroauto mit dieser Reichweite sehr, sehr wenig. Denn man muss auch bedenken, dass es ein Tesla ist. Da ist die Qualität nicht schlecht. Ich würde sogar sagen, es ist eines der qualitativ hochwertigsten amerikanischen Autos, die es momentan gibt. Und das heißt was, beziehungsweise das heißt nichts, weil amerikanische Autos momentan halt nicht wirklich hochwertig sind und es auch nie wirklich waren. Ja, da werde ich wieder einen Copyright-Claim bekommen, im Übrigen, jetzt wo ich gerade hier im Hintergrund das Lied höre, aber egal. Also, auf jeden Fall, das ist also sozusagen der Tesla für die Allgemeinheit, ja. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das machen werden, denn, was ihr jetzt hier vielleicht noch nicht wisst, das schaut im Übrigen wahnsinnig geil aus. Denn Tesla hat in den ersten 24 Stunden mehr als. Das schaut natürlich auch geil aus.
Ja, so ist er halt nur der luxuriöse Zweisitzer und so ist er halt der pervers luxuriöse Zweisitzer, der ein bisschen dumm ausschaut. Aber okay, nehmen wir den hier, passt schon. Ja, also, das ist auf jeden Fall das Tesla Model S und, Model 3. Und ich bin gespannt, ob Tesla es schaffen wird, diese Fahrzeuge. Sie haben gesagt, sie wollen sie am Ende von 2000 und, von 2000 und von 2018 verkaufen. Dass sie das höchstwahrscheinlich nicht einhalten werden, das ist, wenn man Tesla ein bisschen kennt, jedem klar. Das, was allerdings viel interessanter ist, ob sie es überhaupt schaffen werden, genug Autos zu produzieren. Denn sie haben innerhalb der ersten 24 Stunden mehr als 100.000 Vorbestellungen bekommen. Und man muss hier bedenken, wir reden hier von einer Firma, die bis jetzt ungefähr genauso viele Autos pro Jahr produziert hat, ja? Insofern bin ich sehr gespannt, ob Tesla es schaffen wird, diese Fahrzeuge auch tatsächlich zu produzieren, die sie jetzt hier schon alle mehr oder weniger ja von Leuten vorreserviert haben. Oder beziehungsweise die Leute für 1000 Dollar wohlgemerkt vorreserviert haben. Es sollen wohl mittlerweile an die 300.000 Fahrzeuge sein, die vorreserviert wurden. Man muss bedenken, 300.000 mal 1000 ergibt 3 Milliarden. Nein, falsch. Tut mir leid, da habe ich mich verrechnet. Mein Handy hat auch fast keinen Strom mehr. Jetzt muss ich jetzt. Oh! Falsche Taste gedrückt. Das tut mir natürlich sehr leid. Ich wollte eigentlich den Taschenrechner öffnen. Ich bin jetzt gerade auch echt scheiße in Mathe. Das tut mir auch sehr, sehr leid. Das war nur so weh. Ne, 300 Millionen. Jetzt muss man mal bedenken, das, was Tesla jetzt eben an Auto verkauft hat, sind 300 Millionen Dollar, die die jetzt da als Finanzspritze bekommen haben. Und darum bin ich jetzt sehr gespannt, wie Tesla dieses Geld nutzen wird und ob sie tatsächlich es schaffen werden, diese Autos auch auszuliefern. Bis zum Datum, an dem natürlich die Käufer die Autos haben wollen. Denn man möchte das Auto ja in nächster Zukunft fahren und nicht erst irgendwann. Also insofern sehr spannendes Thema und ich bin gespannt, ob Tesla es schaffen wird, das einzuhalten, was sie jetzt mehr oder weniger ihren Käufern dadurch versprochen haben. Auf jeden Fall finde ich es sehr gut, dass es jetzt auch ein Fahrzeug gibt. Gab es bis jetzt auch Elektrofahrzeuge, die günstig waren. Ja, es gab den Nissan Leaf, der ein absolut hässliches Design hat und hatte und hat. Es gibt den VW e-Golf, der eine Reichweite hat, die scheiße ist. Es gibt den Renault Zoe, der außen, naja, Geschmackssache ist, aber innen auf jeden Fall Geschmackssache ist. Und der auch eine eher mickrige Reichweite hat. Also das sind alles so Fahrzeuge, die gibt es natürlich, aber die Reichweite ist nicht das Wirkliche bei denen und es ist einfach, es passt nicht so. Und Tesla hat natürlich dadurch, dass sie mittlerweile doch jetzt schon das ist ja das vierte Elektroauto, das sie rausbringen, die haben schon ein bisschen mehr Erfahrung als jetzt vielleicht so Renault, Volkswagen oder andere Firmen. Und insofern bin ich sehr gespannt, ob Tesla es dadurch schafft, natürlich die Fahrzeuge, die nun mal auf dem Markt sehen, allgemein ein bisschen stärker in Richtung Antrieb zu bringen, denn ich bin der Meinung, dass es die Elektromobilität höchstwahrscheinlich die Zukunft sein wird. Wenn auch vielleicht nicht für alles, aber für einige Dinge, da bin ich mir doch ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall die Zukunft sein wird. In welcher Form das auch immer sein wird, das werden wir sehen, aber ich denke, dass die Elektromobilität durchaus durchaus Berechtigung hat. Und ich insofern, wie gesagt, sehr gespannt bin, wie das Ganze sich entwickeln wird. So, und jetzt suche ich hier noch schöne Felgen. Das wird höchstwahrscheinlich etwas kompliziert, da es leider hier keine schönen Felgen gibt, soweit ich das jetzt sehe. Vielleicht hier SUV. Es gibt halt leider hier nicht diese Standard Rolls-Royce-Felgen. Ich meine, Standard Rolls-Royce-Felgen, ja, sagt jetzt vielleicht nicht jedem was, aber wenn ich sie sehen würde, würde ich sie euch ja zeigen. Aber es gibt sie halt nicht. Das ist das Problem hier. Ich werde möglicherweise aber die hier nehmen. Und zwar in Gold? Nee, das ist grauenvoll. In gibt es da nicht irgend so ein Silber? Silber? Nee? Es gibt Legierung, aber das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Steinsilber gibt es, nimmer Steinsilber.
serienmäßige Reifen, schusssichere Reifen, schwarze Reifenqualle. Okay, also auf jeden Fall, das ist das, was ich sagen wollte. Ich bin sehr gespannt, wie Tesla das Ganze managen wird. Und ich freue mich, bei Zeiten mal einen Tesla Model 3 zu fahren oder zumindest mitzufahren in einem. Und bin gespannt, wie das Ganze wird. Vor allem, natürlich, es wird auch wieder teurere Versionen geben und so weiter und so fort, aber darum geht es ja in diesem Fall nicht. In diesem Fall geht es darum, dass Tesla es wirklich jetzt wirklich ernst meint, was den Massenmarkt anbelangt, weil bisher, wie gesagt, mit 100.000 Autos im Jahr, natürlich, das ist mehr als ein Ferrari, als Ferrari und Lamborghini produzieren, aber im Vergleich zu dem weltweit größten Autohersteller Toyota, der was weiß ich wie viele Millionen Fahrzeuge im Jahr produziert, ist das natürlich doch eine sehr, sehr mickrige Zahl. Aber ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Jetzt habe ich auch direkt über ein Thema geredet, während ich hier wunderbar mit meinem Rolls-Royce in meine Garage fahre. Und jetzt werden wir nochmal eben uns unserem letzten Auto widmen, und zwar einem, ja, man könnte fast sagen, Ferrari-Dino-artigen Replika. Mit ein bisschen Lamborghini Miura dabei. Eher Ferrari Dino meiner Meinung nach. Im Wiki steht drin, es ist ein Lamborghini Miura. Ich bin eher der Meinung, es ist Ferrari Dino. Könnte man sich drüber streiten. Oh, das Auto ist ja mal ein Wahnsinn vom Sound her. Alter. Wow, der geht ab. Ganz im Ernst, da will ich gar nichts am Motor verändern. Da bin ich voll und ganz zufrieden, wenn wir designmäßig ein bisschen was machen. Das ist ja ein ultra geiler Wagen. Der fährt sich exzellent, Alter. Bremsen können wir noch besser machen, ja. Motor will ich gar nichts machen eigentlich. Vielleicht eine EMS 1 rein, aber wirklich nicht mehr, ja. So. Nee, da kann sie keinen Xenon reinmachen. Wie soll denn das hier, ey? Ja, das Kennzeichen. Natürlich, Wunschnummernschild natürlich. Das habe ich zuerst beim anderen vergessen, glaube ich, ne? Das habe ich zuerst beim anderen vergessen. Das finde ich jetzt natürlich sehr scheiße. Sehr schade, nicht scheiße. Jetzt muss ich mir ein schönes Rot hier suchen. Rot. Das Rot hat einen geilen Chromeffekt hier hinten. Gnadenrot ist auch nicht schlecht. Mir gefällt aber das normale Rot, ehrlich gesagt, sehr gut. Perleffekt. Mit einem Cabernet-Rot vielleicht. Oder mit dem Brandrot oder Lavarot. Nimm dem Formelrot dazu. Das ist eine schlechte. Das ist eine ganz gute Sache. Bisschen tiefer. Ja. Ne, Turbo kann ich nicht machen. Das geht nicht. Die Felgen sind exzellent. So. Nicht ganz schwarz machen in dem Fall. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Okay. Das ist ein wahnsinnig geiles Auto. Das ist möglicherweise eines meiner Lieblingsautos. Das Handling ist exzellent. Die Beschleunigung ist perfekt für dieses Auto. Jetzt mit dieser kleinen Motorenverbesserung sogar noch besser, meiner Meinung nach. Wow! Was? Ich habe eingelenkt und Gas gegeben und das Ding ist... Was? Ganz im Ernst, ich bin so beeindruckt von dem Auto gerade. Wahnsinn. Unheimlich geiles Auto. So, also wie gesagt, ich bin gespannt, was Tesla mit dem Model 3 anstellt. Und ich bin gespannt, ob sie es überhaupt schaffen werden, die Kapazitäten bereitzustellen, die dieses Fahrzeug zur Produktion benötigen wird. Und jetzt müssen wir nochmal mit dem hier fahren, weil wir bei dem kein Wunschnummernschild drauf haben. Scheiße, naja gut. Es ist, wie es ist. Ja. Und weil wir gerade jetzt von Autos reden, es ist ja vor kurzem der Jaguar F-Pace rausgekommen. Für alle, die ihn nicht kennen, googelt einfach Jaguar SUV oder Jaguar F-Pace.
Also Jaguar F-P-A-C-E, so wie Pace Frieden auf Lateinisch heißt. Und ihr werdet... Tut mir leid, dem Auto und den Passagieren und Damen und Herren, die ich zusammengefahren habe. Tut mir wirklich leid. Und ich würde gerne, wenn ihr euch die Zeit nehmen könntet, einen Kommentar von euch hören, was ihr denn von dem Auto haltet. Denn ich finde, das ist eines der besten... Ach du Scheiße. Das ist eines der bestaussehendsten SUVs, die es momentan gibt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Und für das ist Jaguars erstes SUV ist, nicht schlecht. Insofern, wir werden sehen. So, jawohl, das war's. Danke, mehr wollte ich gar nicht. Also ich bin echt gespannt und weil wir gerade auch von Jaguar reden, hier steht eine Jaguar F-Type aus GTA mit einem heftigen Heckflügel hinten drauf. Und jetzt muss ich gleich glatt nachgucken, ob der Herr Michael noch einen Garagenstellplatz hat. Denn neben einem Auto, das ich mir, neben einem Motorrad, das ich mir überlegt habe zu kaufen, käme jetzt natürlich auch ein Jaguar F-Type in Frage. Ich weiß gerade nicht, ob ich bei dem Auto auch diesen Drift probieren soll. Okay, es war eine sehr blöde Idee. Ich habe mich nämlich einmal um die eigene Achsen gedreht. Das ging sich aber sehr knapp aus jetzt hier. Alter. Oh, nein. Warum musste das jetzt passieren? Naja, gut. Aber es scheint so, als hätte er keinen Garagenplatz mehr. Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir die Garage an dieser Stelle jetzt mal. Und dann werde ich jetzt nochmal eben euch Franklins Garage zeigen, denn mit Trevor bin ich, glaube ich, nicht in der Stadt. Das wäre dementsprechend, was habe ich für SMS bekommen? Ne, E-Mails. Lieferbestätigung, Lieferbestätigung, Lieferbestätigung. Okay, ja gut, das ist eher uninteressant. Ihr seht es auch gerade, ich habe mit ihm hier 4,8 Millionen und jetzt wechseln wir mal auf Franklin. Jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich mit dem habe. Das ist ein etwas höher. Denn mit Michael habe ich einige Kinos gekauft. Tatsächlich, weil ich der Meinung war, dass ich das Guten Morgen, der Herr. Weil ich der Meinung war, dass sich das lohnen würde. Ich weiß nicht, ob es sich auch tatsächlich gelohnt hat oder nicht. Wir werden sehen, ja. Alles eine Frage der Zeit. So, da ist irgendwo... Okay, da wäre unser Kleiderschrank gewesen. Ich muss mich leider umziehen. Teilweise zieht er sich etwas... Teilweise zieht er sich etwas komisch an. Ja, das seine Outfits sind leider auch echt alle nicht unbedingt das, was man hier gerne hätte. Hab ich... Hier, nee. Der hat überhaupt nichts Ordentliches anzuziehen, kann das sein? Gut, jetzt weiß ich auch gleich, wo man mit dem noch hinfahren werden, ey. Das ist ja grauenvoll, was der hat hier, ey. Ah, das ist annehmbar. Jetzt wären noch andere Schuhe ganz gut, aber er hat halt nichts, was hier dazu passen würde. Da muss ich jetzt mal eben das hier nehmen, was absolut nicht dazu passt. Das tut mir auch sehr leid. Ich kümmere mich gleich darum, dass wir mit ihm hier einkaufen gehen. Das ist ja wirklich grauenvoll. Das ist das einzig Annehmbare, was der Herr im Kleiderschrank hat. Ich glaube, ich träume. Hier seht ihr übrigens das erste Auto von ihm. Das ist ein Mustang-artiges Fahrzeug in Gold mit goldenen Felgen. Hier drin haben wir dann noch einen R8, der mir aber, glaube ich, nicht gehört. Der steht nur hier. Insofern werden wir uns jetzt in unseren Mustang schmeißen. Mal eben hier unten bei Ponsenbeis. Was ist das hier? Ist das hier? Ist auch ein Ponsenbeis. Ist aber egal, können wir einfach zu dem hier fahren. Also werden wir uns jetzt mal eben hier zu Ponsenbeis begeben und für den werten Herrn ein bisschen Kleidung shoppen. Und das ist leider auch eines der Fahrzeuge, das ich immer, immer schrotte, wenn ich irgendwie fahre damit, weil es einfach viel zu viel Leistung hat und ich nicht damit umgehen kann, aber... Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr sehen werdet, was ich meine. Aber es ist ein wahnsinnig geiles Auto. Ich liebe es. Es passt so gut. Da war's. Es passt so gut zu ihm. Es ist Wahnsinn, aber... Wie dem auch sei. Das ist schon egal gewesen.
Wie sehen wir denn aus? Naja, es ist noch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ah, es ist sich ausgegangen, war alles berechnet. So, jetzt fahren wir noch schnell mal hier um die Ecke, kaufen uns ein paar Sachen ein und dann spielen wir natürlich morgen auch wieder GTA. Ich habe keine Lust, morgen nochmal Assassin's Creed auszuprobieren, um ehrlich zu sein. Ich schäme mich nicht nur für meine Kleidung, sondern auch für meine Autofahrkünste in diesem Fall. Aber gut, wie dem auch sei. Der Golfhosen brauche ich keine für ihn. Oh. Hm, ja, sparen wir mal. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt solche Oxfords nehmen hier, wobei die vielleicht gar nicht so schlecht wären. Ja, doch, wir werden Oxfords nehmen und zwar. You won't find those anywhere else. Wir nehmen die schwarzen einfach mal jetzt hier. Es gibt aber fehlt halt auch so wirklich so wenig gute Sachen, die ihm passen. Das ist grauenvoll. Nichts Gutes dabei hier. Ne, Ohrringe brauche ich nicht. Was war hier nochmal? Jetzt kann man auch alles. Was ist denn das alles hier? Oh Mann, wenn ein Hemd hätte, das nicht reingesteckt wäre. Was er nicht hat. Ach. Naja gut, zumindest die Schuhe sind besser, meiner Meinung nach. Sie passen nicht perfekt dazu, aber besser als das, was ich jemals davor hatte, sind sie auf alle Fälle. Und jetzt werden wir uns nochmal eben vielleicht... Wo ist denn seine Garage nochmal hier? Hier ist die, ne? Ist das hier seine Garage? Nee. Hier ist die Garage, okay. Dann begeben wir uns nochmal ganz schnell zu seiner Garage hier. Und dann beende ich die Folge heute. Und ich muss euch etwas sagen, es war so beruhigend, jetzt mal wieder ein Spiel zu spielen, das ansatzweise ordentlich programmiert wurde. Das ist Balsam für meine Seele. Blas. Ich dachte mir, ich spiele mal ein bisschen First Person. Nicht so eine gute Idee gewesen, wie sich herausstellt. Gut, mit den Rohren, um den werde ich mich auch nochmal kümmern müssen. Aber das werde ich nicht jetzt machen. Ich will euch einfach nochmal meine Autos zeigen hier. Ihr habt eh gesehen, was es ist im Prinzip. Ich muss euch das jetzt nicht alles erklären. Ich nehme an, die Leute, die sich ein bisschen für Autos interessieren, die wissen eh, was was ist. Oder können zumindest einigermaßen einschätzen, was was ist. Und den Rest, das interessiert sich wahrscheinlich eh nicht insofern. So ist es. Es gibt übrigens meiner Meinung nach leider zu wenig Garagen. So, also gucken wir mal rein, was wir hier drin haben. Weiß ich tatsächlich auch nicht mehr, was ich mit ihm in der Garage hatte. Mal gucken. Habe ich mit ihm noch keine Autos gekauft? Also sehr zu meinem Bedauern scheint es so, als hätte ich mit Franklin noch gar keine Autos gekauft. Was natürlich gleichzeitig dazu führt, dass wir jetzt nochmal eben bei dieser leicht überzogenen Folge Autos kaufen. Was ich gar nicht mehr so schlecht finde. Also, ab geht's in unserem Browser. Mal gucken, Reisen und Transport. Legendary Motorsports. Was kaufen wir denn mit ihm?
Kaufen wir uns mal so einen Progen T20. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. So ein, also das ist ein basically ein McLaren P1. Sehr geiles Auto im Übrigen. Was kaufen wir noch mit ihm? Irgendwas Geiles brauchen wir noch hier für ihn. Mhm. Und jetzt gehen wir hier mal zu Southern San Andreas und holen uns hier. Das Gute ist, bei ihm müssen die Autos nicht praktisch sein, ne? Das ist wirklich gut, denn sonst, er hat so einen Charakter, da kannst du alles kaufen. In dem Fall nehmen wir uns hier mal so an noch. Ja, ich mag es auch ganz gerne. Vor allem Amazon. So, und dann holen wir uns noch ein Auto. Ein Oldtimer hätte ich auch ganz gern für ihn, ehrlich gesagt. Die Frage ist, was für einen Oldtimer kaufen wir uns für ihn? Vielleicht gibt es da doch was Besseres bei Legendary. Den holen wir uns noch, den Sterling GT hier in irgendeiner Farbe. Die Farben hier sind ja momentan egal. Es geht ja einfach darum, dass... genau, das wollte ich gerade mal gucken hier. Okay. Ja, das wollte ich eigentlich eh nicht, aber... Jawohl, jawohl, Lieferbestätigung, jawohl. Ich habe mal aus Versehen eine Taxisache abgelehnt, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber dann ist es mir passiert. Den Tesla auf dem pfeifen wir jetzt hier erstmal. Den habe ich, glaube ich, nicht mal getuned. Bei dem kannst du, glaube ich, auch gar nicht viel tunen. Denn die Garage dürfte jetzt ebenfalls voll sein. Also, ein Auto nehmen wir uns noch, mit dem fahren wir in die Tuning-Werkstatt und dann beende ich die heutige Folge und dann machen wir nächste Folge. Hier ist noch ein Platz, aber ein Auto fehlt auch noch. Oder? Ja, der Progen fehlt noch. Der Progen T20. Also wir nehmen uns noch den Pfälzer, fahren mit dem zu... Okay, jetzt ist auch der T20 da. Fahren mit diesem Auto zum nächsten... was ist denn hier? Der nächste... Los Santos Customs, den brauche ich. Der hier, der hier. Der scheint nah zu sein. Ne, der ist näher. Das Auto ist einfach das Auto, das ich zu dem dümmst aussehendsten Auto eigentlich überhaupt machen will. Das soll einfach das Auto sein, das so aussieht, als hätte irgendwer, so wie diese Leute, die irgendwie so bei so Treffen rumfahren, ne? Einfach nicht ansatzweise praktisch und einfach dumm eigentlich auch, aber cool. Ist jetzt auch schon egal, wie der hier aussieht. Fällt sich aber auch ganz gut in der Standardversion. Mir kommt vor, sobald man die Autos tunt, werden sie eh unfahrbar. Was mich natürlich nicht trotzdem nicht davon abhält, sie zu tunen, aber ich sag's ja nur. So, los. Wir können ja übrigens, fällt mir gerade ein, bei einem Laden oben in San Andreas gratis tunen, aber das ist mir jetzt mal egal in dem Fall hier. So, genau. Da kommen jetzt nochmal schöne Kernerz drauf. Hinten Carbon-Hektif. Genau davon rede ich. Es ist absolut nicht notwendig in irgendeiner Art und Weise. Aber darum geht es ja nicht. Natürlich noch die illegale Polizeihupe drauf. So, jetzt machen wir hier Neon-Kit, Neon-Anordnung. Frontheck und Seiten in der Farbe elektrisch blau. Und in der machen wir nämlich dann. Nee, in der machen wir nicht das Auto. Das Auto wird. Das Auto wird orange. Oder? Nee, blau will ich eigentlich nicht. Wir machen das Auto türkis.
Wunschnummernschild. Schwarz. Nee. Das hier. Metallic. Jetzt muss ich eine Farbe finden, die hier dazu passt. Das wird jetzt der nächste Job werden. Mal gucken. Das wäre eine Möglichkeit. Petrolgrün, merken wir uns schon mal. Okay, es wird Petrolgrün. Pam. Pam. Ich wollte eigentlich Bam sagen, aber okay, hat nicht ganz funktioniert. Jawohl. Das schaut. Das Problem ist nur, das schaut jetzt echt nur dumm aus, ne? Vor allem von vorne. Nee, das kann ich nicht machen. Auch wenn das an sich oben ja vielleicht noch nicht so schlecht ausschauen wird, aber vorne, das geht nicht. Ja. Oh, das war falsch. Eigentlich müssen da jetzt viel zu große Felgen drauf. So, die sind ganz gut hier. Schwarz natürlich. Mattschwarz wäre übrigens geil. Dann machen wir Carbon-Schwarz. Reifen. Reifenmuster. Tuning-Reifen. Natürlich. Schusssicher. Reifenqualm. Blau. Jetzt muss ich mal eben hier nachschauen, ob es als Felge. Oh, Moment. Ja, das wird. Tut mir leid, das wird doch nichts mit der anderen Sache, die ich von der ich zuerst geredet habe. Das Auto wird jetzt so aussehen. Nicht schwarze Felgen, die hier drauf. Ich sage, das Auto sieht absolut hideous aus, aber. Das ist das, was es soll. Das Auto ist viel zu schnell. Das Auto ist viel zu schnell. Schaut euch das einfach mal an. Schaut einfach mal auf den Tacho jetzt hier. Ich erinnere euch, 60 Meilen sind 100 km/h. 80 Meilen sind 130, circa. 130. Ich fahre einfach 130. Ich fahre sofort 130. Das Auto ist viel zu schnell. Das ist unbeherrschbar. Und 100. 130. Und es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Naja, wie dem auch sei, ich werde jetzt nach Hause in die Garage fahren. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Wir sehen uns morgen wieder bei einer weiteren Folge von GTA 5. Haut rein, bis morgen, macht's gut. Ciao.